Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine App programmieren könnt, mit der ihr die Lautstärke eures Handys regeln könnt. Das hier ist die App. Wir werden hier die App aus dem letzten Mal verwenden, wo wir eine Seekbar programmiert haben, also so einen Schieberegler. Und mit dem werden wir heute die Lautstärke regulieren können. Damit ich das euch demonstrieren kann, muss ich erstmal noch kurz Musik starten. Und dann seht ihr hier, ich kann die Lautstärke des Handys dann ändern und die Musik wird dementsprechend leiser oder lauter. Das werden wir heute programmieren und dafür gehen wir wie immer in Eclipse. Hier habe ich das Projekt vom letzten Mal, also die Seekbar, und hier werden wir jetzt anfangen, das weiter zu programmieren, damit wir die Lautstärke ändern können. Dazu brauchen wir als allererstes mal einen Audio Manager. Public Audio Manager, ich nenne ihn jetzt einfach mal AM, könnt ihr aber nennen, wie ihr wollt. Genau, und diesen Audio Manager, den müssen wir jetzt natürlich noch genauer initialisieren. Dazu machen wir AM ist gleich Audio Manager. Und jetzt kommt hier Get System Service, Kontext. Audio Service, weil damit holt meine App sich den Audio Manager aus unserem Handy raus. Get System Service und jetzt Kontext. Audio Service. Genau. Noch ein Semikolon dahinter und fertig. Gut, jetzt wollen wir natürlich, dass der Seekbar, die wir hier am Anfang haben, das haben wir letztes Mal programmiert, diese App hier, dass der Maximalwert von der höchsten Lautstärke zugewiesen wird. Ihr wisst vielleicht, dass in Android die maximale Lautstärke in der Regel 15 ist. Es kann aber auch sein, dass es Hersteller gibt, bei denen es vielleicht nur 10 ist, die maximale Lautstärke, oder vielleicht 20. Und deswegen wollen wir uns am besten, statt eine Zahl einzutragen als maximale Lautstärke, die Lautstärke aus dem Handy direkt abfragen. Dazu benutzen wir den Audio Manager und weisen das dann hier dem SB Max, also dem Maximalwert von der Seekbar zu. Also SB Max ist gleich am.get Stream Max Volume. Damit holt er sich die maximale Lautstärke. Und hier müssen wir jetzt einen Stream-Type definieren. Und dieser Stream-Type, der gibt an, ob wir die Lautstärke für zum Beispiel den Wecker oder für das Telefon haben wollen oder ob wir die Musiklautstärke haben wollen. In diesem Fall wollen wir jetzt die Musiklautstärke. Also schreiben wir audio-manager.stream-music. Und hier habt ihr jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt jetzt Alarm nehmen, wenn ihr die Lautstärke für den Alarm ändern wollt. Ich nehme jetzt in diesem Fall mal Music, ihr könnt aber auch was anderes nehmen. Gut, jetzt wollen wir natürlich noch, dass, wenn wir die App starten, dass dann sofort hier drin die aktuelle Lautstärke in der Seekbar angegeben ist. Also müssen wir uns auch ganz am Anfang noch schon die aktuelle Lautstärke aus dem System rausholen und das dann der Variable SB Start zuweisen, die wir letztes Mal schon erstellt haben. Also schreiben wir SB Start ist gleich am.getStreamVolume und hier müssen wir jetzt wieder den Stream Type definieren. Also schreiben wir hier auch wieder Audio Manager Punkt Stream Music. Gut, jetzt wollen wir natürlich auch noch, dass, sobald wir die Seekbar bewegen, dass sich dann auch die Lautstärke ändert. Dazu schreiben wir hier in der onProgressChanged Methode, also die wird ja immer ausgeführt, wenn die Seekbar irgendwie verändert wurde. Schreiben wir jetzt AM für Audio Manager. Punkt Set Stream Volume. Wir müssen jetzt als erstes wieder den Stream Type definieren. Da nehmen wir natürlich
Audio Manager. Punkt Stream Music. Dann als nächstes müssen wir einen Index definieren und der Index ist der Wert, auf den wir die Lautstärke setzen wollen. Das ist ja in dem Fall der Sigma-Wert. Hier haben wir GetProgress. Also müssen wir hier Sigma-Value als Index nehmen. Das wird ja hier auch immer sofort davor zugewiesen. So, als letztes haben wir jetzt noch eine Flag. Und diese Flag, fragt ihr euch vielleicht, was es ist. Nämlich, das ist sozusagen ein Feedback, dass die Lautstärke verändert wurde. Das haben wir zum Beispiel, wenn ich jetzt hier lauter mache, dann erscheint sowas hier. Das ist zum Beispiel eine Flag oder es kann auch sein, dass ein Ton wiedergegeben wird. Und da können wir Verschiedenes definieren. Also machen wir hier AM für Audio Manager. Punkt Flag. Und hier habt ihr jetzt eure ganzen Flags, die ihr nehmen könnt. Ihr könnt da wählen, dass eben dieses Show UI, also dass da eben so eine Meldung aufpoppt, wie gerade eben. Dann könnt ihr Play Sound, dass immer so ein Piepton wiedergegeben wird. Oder auch ein paar andere Sachen. Ich nehme jetzt einfach mal Show UI. Das können wir so nehmen. Dann führen wir das Ganze aus. Dann müsste das eigentlich sogar schon funktionieren. Ich führe es mal auf diesem hier aus. Genau, jetzt habt ihr schon hier Lautstärke 9, weil wir das Handy auf Lautstärke 9 eingestellt haben. Ich mache mal wieder kurz die Mucke an. Und hier können wir jetzt die Lautstärke regulieren. Ihr hört es wird lauter und leiser. Jetzt gibt es hier aber noch einen kleinen Bug, nämlich wenn ich jetzt am Handy die Lautstärke-Tasten benutze, die jetzt mal hier an der Seite sind, dann wird die Musik zwar lauter, aber unsere Progress-Bar hier aktualisiert sich nicht. Das wollen wir auf jeden Fall beheben und dafür können wir natürlich auch was programmieren, dass es sich dann behebt. Ich mach mal kurz die Musik wieder aus. Gut. Dafür brauchen wir jetzt die Methode OnKeyDown. Die können wir jetzt einfach über Rechtsklick und dann Source holen. Source Override Implement Methods und hier holen wir jetzt OnKeyDown. OnKeyDown, genau hier. Einmal anhaken, OK klicken und dann müsst ihr jetzt ganz oben stehen, wo ich sie natürlich nicht haben will, sondern ich will die weiter unten haben. Deswegen stelle ich sie nochmal kurz aus und füge sie da unten ein. Gut. Was wir hier reinschreiben, das wird immer ausgeführt, wenn irgendeine Taste im Handy gedrückt wird. Das wollen wir natürlich nicht, dass das an allen Tasten passiert, sondern nur an den Lautstärke-Tasten. Das müssen wir mit einer if-Abfrage noch klären. Also schreiben wir if keycode gleich. Und wenn der keycode, also der Code von der Taste gleich keyEvent. Punkt Keycode Volume Up Keycode Volume Up, also Lautstärke nach oben bedeutet es ja, oder wenn es Keycode Down, Volume Down ist, das kopiere ich mir jetzt einfach mal kurz. Oder Keycode Volume Down. Dann wollen wir, dass Folgendes ausgeführt wird. Und zwar wollen wir immer, wenn die Lautstärke-Taste gedrückt wird, dass dann vom Audio Manager nochmal am System abgefragt wird, welche Lautstärke denn aktuell ist. Und dafür machen wir einfach Sigma, also dieses Value von der Sigma, das wollen wir jetzt nochmal neu zuweisen, dann immer, also SB Value. Ist gleich am.get Stream Volume, das hatten wir oben schon mal. Hier wollen wir jetzt einen Stream Type definieren, also machen wir Audio Manager
Punkt Stream Music. Gut. Und jetzt wollen wir auch noch, dass die Progress Bar da drauf gesetzt wird. Also machen wir noch Seed Bar 1, also SB1 hatte ich es hier genannt. Seed Bar 1 Punkt Set Progress. Und hier müssen wir jetzt unsere Variable auswählen. Das ist ja in dem Fall jetzt Seed Bar Value, das was wir hier gerade zugewiesen haben. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein Text-Tool, das wollen wir auch gleich dem Wert zuweisen. Also machen wir hier noch TV1. Punkt Set Text. Und da das jetzt dieses Sigma Value ein Integer-Wert ist und wir keinen Integer-Wert in ein Textfeld einfügen können, müssen wir das noch zu einem String, also zu einer Textvariable umwandeln. Das machen wir mit Integer. Integer.toString. Und hier schreiben wir Sigma Value. Gut, das sollte jetzt soweit funktionieren auch. Auf dem hier hätte ich es gerne. Unsere App öffnet sich. Wir haben Lautstärke 11 momentan. Ich mache mal ganz kurz die Musik wieder an, damit wir das auch schön demonstrieren können. Und ihr seht, wir können die Lautstärke immer noch regulieren. Aber wenn ich jetzt hier die Lautstärke-Taste betätige, dann seht ihr die Siegbar, die bewegt sich dann mit in unserer App. Ihr seht aber, hier gibt es ein paar kleine Unregelmäßigkeiten, dass zum Beispiel, wenn ich auf die Lautstärke-Taste drücke, dass dann die Siegbar mal nicht reagiert. Das sind ein paar kleine Bugs, aber das liegt nicht daran, dass ich das falsch programmiert habe, sondern das ist einfach, dass es vom System her falsch zugewiesen wird, also dass ich da eben den falschen Wert vom System übermittelt kriege. Da kann ich nichts für. Da haben bestimmt auch andere Programmierer das Problem mit. Keine Ahnung, wie man es lösen kann. Aber ja, so geht das so ungefähr zumindest. Ja, das war's dann eigentlich auch mit diesem Video. So wisst ihr jetzt, wie ihr die Lautstärke von eurem Handy ändern könnt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder auch meinen Kanal abonnieren. Auch übrigens, ich habe jetzt nicht nur Google Plus, sondern ich habe auch Instagram und Facebook. Also da könnt ihr mich dann auch liken und so. Die Links sind hinten in der Endcard oder in der Beschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.